Sudene Bastelzeit und heute, da haben wir mal wieder eine Box vor der Nase. Ja, eine Kiste heißt meistens, dass ich irgendwas Neues habe. Und so auch hier, denn unter diesen ganzen Tonnen von Klebeband verbirgt sich ja offensichtlich ein Handy, genauer gesagt, ungewöhnlich für mich, ein iPhone. Ja, ein Handy mit dem Apfel, das hier ist ein iPhone X, ist jetzt nicht das Neueste, aber ja, das ist ein iPhone, wieso, da kommen wir dann später zu. Wie man aber, denke ich, auch schon sieht, das Ding hier ist offensichtlich nicht ganz in Ordnung. Wir haben einen kaputten Bildschirm und das Ding hat auch noch ein paar andere Probleme. Was halt eines der Gründe war, weswegen ich mir das hier gebraucht geholt habe. Dadurch, dass es kaputt ist, war es halt noch halbwegs erschwinglich. Prinzipiell muss man sagen, iPhones gebraucht kaufen, das ist so ein bisschen russisch Roulette. Hat damit zu tun, dass Apple einen sehr harten Diebstahlschutz da drin hat. Wenn man so ein iPhone einmal eingerichtet hat, dann kann in vielen Fällen kein anderer mehr das Gerät benutzen. Das ist dann an den Account gebunden. Das heißt, ich kann auch nicht hingehen und wenn ich ein iPhone irgendwo herbekomme, das Ding auf Werkzustand zurücksetzen. Es funktioniert trotzdem nicht, bis der Besitzer das freigibt. Ja, offensichtlich so auch hier. Wenn wir hier nämlich mal reingucken, ich kann das Ding starten, dann möchte es WLAN, weil ohne Netz geht halt nichts. Und nach einem kurzen Moment, ja, Aktivierungssperre. Der Verkäufer hat das Ding mit seinem Account immer noch verknüpft gehabt. Glück im Unglück. Ich konnte hier meinen Verkäufer noch kontaktieren und dann ihn bitten, das aus seinem Account rauszuholen und kann es jetzt immerhin wieder benutzen. Aber warum will ich das denn benutzen? Naja, ich hatte zwei Sachen, die für mich interessant waren. Zum einen, ich wollte ein iPhone haben als, ja, nennen wir es mal Token-Generator. Ihr kennt wahrscheinlich, dass inzwischen sehr viele Dienste für irgendwelche Tanz oder sowas nur noch Apps euch anbieten. Die sind qualitativ irgendwo zwischen schwierig und uff. Gerade wenn wir so gucken, vor kurzem wurden ja zum Beispiel die Big Brother Awards verliehen an DHL für ihre Packstations-App. Einfach weil man die Packstation nur mit App aufbekommt und die App hat 20 Millionen Tracker drin. Das ist vielleicht etwas, was man nicht auf seinem Gerät haben möchte. Und genauso auch bei vielen Banken. Sobald man unter Android hingeht und Sicherheitsupdates installiert, um Sicherheitslücken zu schließen, gehen viele Banken hin und sagen, ja nee, sorry, das Gerät ist nicht so wie vom Hersteller, das ist unsicher, ich lasse das jetzt nicht mehr zu. Und meine Idee war, ein iPhone, das hat ein anderes Konzept, was Sicherheitsupdates angeht. Und machen wir da die App noch zusätzlich drauf, legen in die Ecke. Das heißt, wenn irgendwie was schief geht mit meinen Android-Geräten, habe ich wenigstens noch was in der Hinterhand. Und das Zweite war, ich wollte mal gucken, das heißt ja immer, die iPhones, die hätten so eine gute Kamera, ob das tatsächlich irgendwie was Nutzbares ist. Und ja, dann gucken wir uns das mal an. Prinzipiell ist natürlich Apple versus iPhone immer ein ziemlicher Kampf, so ein kleiner Kulturkampf. Und ja, um mal meine Sicht darauf zu sagen, Apple-Geräte sind prinzipiell nicht schlecht. Die Hardware ist in den meisten Fällen qualitativ okay. Es werden teilweise ein paar Fehler halt nicht so behandelt, wie ich es gerne hätte. Aber allgemein ist es ein relativ gutes Gesamtpaket. Man kriegt eine vernünftige Hardware, man kriegt eine Software, die sehr gut mit allen möglichen Sachen integriert ist und auch funktioniert. Und vor allen Dingen, man bekommt auch Sicherheitsupdates. Denn so ein iPhone kriegt meistens über Jahre immer neue OS-Versionen, jeden Monat üblicherweise. Oder ich weiß gar nicht, macht Apple auch monatlich? Regelmäßig jedenfalls. Was bei Android halt leider häufig schwierig ist, da die Hersteller dann irgendwann sagen, ja nö, machen wir nicht mehr. Und naja, dann hat man halt unsichere Geräte. Auch im Business-Umfeld, klar, Apple, das, was die hier an Orchestration-Tools mitliefern, also um eine große Anzahl von Geräten innerhalb einer Firma zu warten, zu steuern, das findet man bei Android so nicht. Allerdings, Apple hat natürlich auch ein paar sehr große Nachteile. Zum einen, man muss sich halt im Klaren sein, man ist dann mit Apple verbandelt, das heißt also, die Daten gehen zwingend in die USA. Es kann gerade bei Firmen natürlich interessant sein, wenn man jetzt nicht unbedingt seine Geschäftsgeheimnisse rausrücken möchte. Ja, auch die haben theoretisch Datenschutz, aber deren Datenschutz ist halt nicht vergleichbar mit dem hiesigen. Zweites Problem, was für Bastler wie mich natürlich ein Problem ist, diese Geräte sind relativ stark geschlossen. Das heißt also, man kann damit E-Mails lesen und im Web surfen und ein paar Apps installieren, ja. Aber sobald man komplexere Sachen machen will, da ist meistens sehr schnell Schluss.
zum Beispiel ein paar Sachen, die ich häufig benutze unter Android, die hier gar nicht funktionieren. Das sind manche VPN-Sachen. Das sind solche Sachen wie externe Hardware, mal einen seriellen Port irgendwo dran stecken und ein Textterminal. Auch hiermit eher schwierig. Und auch so Sachen wie, naja, ich lade mal ein paar ISOs drauf und benutze dann den USB-Port hier als, ja quasi das Handy als virtuelles CD-Laufwerk. Ist meines Wissens mit Apple auch zum Beispiel gar nicht möglich. Und ja, eigene Apps programmieren ist halt auch eher schwierig. Viel von diesem iPhone-Development, das geht zum Beispiel nur, wenn man einen Mac hat. Yada, yada, yada. Und letzter Punkt, was auch ein Problem ist, das ist die, ja, ich will nicht sagen Qualität, aber der Aufbau von diesen Geräten. Wir haben zum einen sehr wenig Anschlüsse in vielen Fällen. Diese berühmte kennt ihr ja wahrscheinlich. Die Dinger haben halt keinen Kopfhöreranschluss mehr. So, man muss mit einem Dongle arbeiten. Aber auch an anderen Stellen zum Beispiel, ne, was ist bei so einem Handy das, was kaputt geht? Ne, üblicherweise die Batterie. Die Batterie, die hält meistens so, sagen wir mal, 2-3 Jahre, bis das merklich anfängt nachzulassen. Und die Dinger hier sind verklebt. Man kann es nicht tauschen. Und selbst wenn man es tauscht, hat man ein Problem. Denn die moderneren iPhones, die erkennen, oh, da hat jemand Dinge getauscht, das waren nicht wir. Ja, dann schalten wir mal Funktionen ab. Technisch schwierig begründbar. Apple meint, das wäre irgendwas mit Sicherheit, aber mir fällt das schwer, das nachzuvollziehen, wenn ich einen Akku einbaue, dass das ein Sicherheitsproblem ist. Und selbst wenn, es ist ja deutlich nachweisbar, dass es kein Original-Apple-Akku ist, also aus der Haftung draußen wären sie so oder so. Und ja, das verhindert dann natürlich sehr effektiv, dass man solche Geräte sinnvoll reparieren kann. Jetzt habe ich aber ein kaputtes vor der Nase. Also müssen wir wohl ein paar Dinge reparieren. Und zwar haben wir insgesamt 3 Sachen zu reparieren, oder inzwischen nur noch 2. Das erste war, das Ding hatte Ladeprobleme. Ladeprobleme ist in vielen Fällen sehr schnell behoben. So auch hier, denn das Ladeproblem war einfach nur hier unten. Wir haben ja diesen Lightning-Port, wo dieser Spezial-Apple-Stecker reinkommt, den ja sonst niemand benutzt. Mal gucken, das ist ja einfach nur ein Steg, der sehr breit ist. Und ja, wo viel breit rein muss, ist auch eine relativ große Lücke. Da kann viel Dreck reinkommen. Also was man dann machen kann, ist eine möglichst isolierte Sache nehmen, irgendwie einen Plastikspatel oder so und mal den Schmodder hier unten rauskratzen. In jedem Fall waren ein paar Fussel drin, die weggemacht. Und jetzt kann man das Ding hier wieder laden. Hooray! Wenn wir das rausmachen, dann hört er auch wieder auf. Wunderschön. Sollte das nicht funktionieren, kann es sein, dass der Port kaputt ist. Bei neueren Modellen gibt es auch da noch etwas, was man machen kann, nämlich da laden. Die Dinger haben ja Wireless Charge. Das heißt, wenn man nicht sofort das Ding repariert bekommt, kann man sich so ein Wireless Charging Pad zunutze machen und damit dann eine Runde laden. Ist nicht ideal, weil so drahtloses Laden sehr viel mehr Strom verschwendet als ein Kabel, aber immerhin kann man es dann laden. Das wäre also Nummer 1 von den Fehlern. Den haben wir relativ flott behoben. Nummer 2 und 3 wird dann schon schwieriger. Nummer 2 ist nämlich das, was ich eben angesprochen habe, der Akku. Wir sehen hier oben in der Ecke vielleicht 56% Akku haben wir gerade. Ja, das Ding war voll, als ich hier angefangen habe zu quatschen. Das sind jetzt, was? Keine Ahnung, ein paar Minuten. Ja, der Akku hält nicht mehr wirklich. Das ist jetzt für hier so ein Ding, was in der Ecke liegt, nicht so ein großes Problem. Aber bei Apple-Geräten habe ich auch so mein Problem, die ganze Zeit eingesteckt zu lassen. Ich kann halt nirgendwo einstellen, bis wohin die laden sollen. Es gibt da zwar eine KI, die das Laden optimiert, aber ich kann nicht zum Beispiel fix sagen, okay, lad jetzt mal dauerhaft nur auf 60%. Jedenfalls ist mir da nichts bekannt. Was mir aber bekannt ist, ist, dass mir regelmäßig die iPads von denen dicke Backen machen, weil die Akkus überladen, wenn man sie die ganze Zeit eingesteckt lässt. Und ich will nicht ausprobieren, wie gut hier drin die Ladeelektronik ist. Also machen wir mal einen neuen Akku rein und gucken. Und ja, die letzte Reparatur, ich denke, die meisten haben es ja schon gesehen. Das Ding hat die gute alte Spider-App. Hier ist also der Bildschirm kaputt. Prinzipiell ist das jetzt erstmal kein Problem. Zweifelsfall, wenn irgendwo Splitter oder so sind, macht man halt eine Folie drüber, dann hat man das Problem nicht. Aber wenn wir hier mal gucken, ich kann hier nämlich durchaus hingehen und auch in dem kaputten Bereich hier unten malen, wie man sieht. Also Touchscreen funktioniert offensichtlich einwandfrei. Auf der Seite, wo es kaputt ist. Auf der anderen Seite, ich denke, man kann es hier relativ gut erkennen.
Ja, rechts haben wir so einen Balken, wo leider nichts mehr funktioniert. Das ist eher ungünstig. Glücklicherweise gibt es da mehrere Tricks, die man nutzen kann, um das so ein bisschen zu umgehen. Einen seht ihr hier schon, hier sind überall Zahlen dran. Das ist, gute Frage, ich weiß nicht, wie es heißt. Ich glaube Sprachunterstützung oder sowas. Ja, Sprachsteuerung heißt es wohl. Das heißt, das Handy hört jetzt die ganze Zeit mit und wenn ich dann zum Beispiel 17 sage, dann klickt er halt an diese eine Stelle und jetzt habe ich halt den Button gedrückt. Das kann man übers Menü aktivieren. Problem, die Schieber sind rechts, das geht also auch nur schwierig. Ich habe es hier zudem noch auf einen Hotkey gelegt, denn man kann zum Beispiel auf manche Tasten so mit Mehrfachklick-Aktionen laden, um das wieder ein- und auszuschalten. Und eine andere Möglichkeit, die bei aktuellen Handys eigentlich auch immer funktioniert, das ist die gute alte Computermaus. Wenn die nämlich Bluetooth kann, dann kann man hier, okay, ich weiß nicht, was sie jetzt tut, aber ich denke, man kann es erkennen. Wir haben hier einen Mauscursor und können jetzt hier mit der Maus tatsächlich auch da klicken, wo wir sind. Irgendwie ist es gerade invertiert, aber ja, hier so können wir dann halt auch Einstellungen am Gerät tätigen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt so mobil ist, so eine Maus mitzuschleppen. Das heißt also, ja, Touchscreen wäre gut zu wechseln. Wie bei fast allen aktuellen Handys ist das eine Einheit. Das eigentliche Display und der Digitizer für Touch sind miteinander verklebt. Ist sehr schwer, die einzeln zu wechseln. Das heißt also, wenn man keine riesige Werkstatt hat, möchte man wahrscheinlich die komplette Display-Assembly dann sich am Stück holen. Es gibt dabei bei dem Tausch jetzt aber ein paar Sachen, die wir beachten müssen. Denn erinnert euch dran, was ich eben erzählt habe. Apple mag es nicht, wenn man Dinge repariert. Ja, das ist, so ist es auch hier. Wenn wir hier nämlich mal gucken, das hier, das ist jetzt mein Batteriescreen. Wir sehen jetzt hier, okay, wir sehen den Ladezustand, wir sehen eine Battery Health und die ganzen Sachen. Auch wenn wir hier reingehen, die maximale Kapazität sind jetzt noch 72% hier nach. Ist noch teilweise höchstleistungsfähig, aber man sieht schon, der Zustand einer Batterie hat sich bedeutend verschlechtert und beeinträchtigt eventuell die Leistung. Und was wir auch hier unten sehen, das ist das, was ich meinte, dieses optimierte Laden. Das heißt also, der weiß jetzt, okay, wenn ich anstecke, dann lädt er nur bis 80% und macht dann zum Beispiel, je nachdem, wann der Wecker klingelt, dann kurz vorher erst auf 100% hoch. Denn Lithium-Akkus haben so den Ruf, dass wenn sie bei 100% gehalten werden, sie schneller altern. Besser ist so 80 bis 20, 30% immer nur dazwischen zu cyclen. Und hiermit hat man es dann wenigstens ein bisschen im Griff. Naja, wie wir sehen können, es gibt Service-Optionen im Sinne von, naja, er geht halt auf den Apple-Support und sagt dann hier, dass wir das Ding einschicken können und dann die Batterie wechseln lassen können. Und wenn wir jetzt hier gucken, die Kosten für so einen Batterietausch, die werden hier mit 99 Euro angegeben. Das ist fairerweise inklusive all Material und Arbeitszeit, das heißt also die Batterie plus Einbau. Aber man muss es halt auch einsenden und wer weiß, was dann noch kommt. Denn wofür Apple auch relativ berühmt ist, ist seltsame Dinge zu fordern. Zum Beispiel kann es passieren, dass wenn man das Ding einschickt, jetzt wegen einem Batterietausch, zu sagen, nö, Display ist ja kaputt, dann musst du aber auch wechseln. Ja, und dann hat man direkt ein Display. Ich habe die dumme Befürchtung, dass, wenn ich hier nachgucke, ein Display, wenn es überhaupt verfügbar ist, ein bisschen teurer ist. Wir mal gucken, gesprungenes Display, nur Vorderseite, Support-Optionen und was wollen sie machen? Ja, sie zeigen überhaupt keinen Preis an, nur dass man entsprechend vorbeikommen kann. Aber es wird sich nicht lohnen für ein iPhone X, was halt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Offensichtlich bin ich also nicht geneigt, das Original reparieren zu lassen. Das machen wir schön selber. Das heißt aber auch, wir müssen darauf achten, zum einen, das hier wird gleich verschwinden. Wir werden keine sinnvollen Batteriesachen mehr kriegen. Und auch der Bildschirm, wo ist er? Hier, Anzeige und Helligkeit. Wir haben hier nämlich zum Beispiel die Option True Tone. Das heißt also, der misst hier oben über einen Sensor auf dem Mainboard, was die Umgebungshelligkeit so ist und Umgebungsfarbe und gleicht dann die Farbe vom Display da entsprechend an. Das ist eine reine Software-Sache, die hat im Prinzip nichts mit dem Display zu tun, aber wenn man ein anderes Display einbaut, erkennt Apple das, oh, Display wurde manipuliert und lässt hier diese Option einfach komplett verschwinden. Genauso wie halt die Batterieinfos verschwinden werden. Ist für mich okay. Ich habe da auch noch einen Trick in der Hinterhand. Ich habe ja auch schon mal den Akku entsprechend. Das ist ein Third-Party-Akku. Der ist nicht so dolle wahrscheinlich, aber
Dürfte besser sein als das, was aktuell drin ist. Interessant hier bei den Akkus im Übrigen auch die maximale Ladespannung von 4,35 Volt. Die meisten haben ja 4,2. Ja, hier diese Handy-Akkus, die werden meistens ziemlich geprügelt, um eben die maximale Ladezeit rauszuholen. Und irgendwo habe ich auch ein Display. Ich dachte, es wäre das hier, aber offensichtlich ist das von einem OnePlus. Das heißt, ich muss jetzt nochmal suchen gehen, wo mein iPhone-Display ist, was ich bestellt habe. Denn ich bin mir relativ sicher, dass ich eins bestellt habe. Naja, ich gehe mal eine Runde suchen. Und das sieht doch besser aus. Ich habe noch eine Kiste gefunden. Und was ist da drin? Das obligatorische Werkzeug. Das kennen wir, denke ich, von jedem Handy-Ding. Und ein X-OLED BLK in Hart, was auch immer das heißt. Und vor allen Dingen auch der Kleber für außenrum, um das Ding wieder einzukleben. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Beim iPhone X muss man gucken, das Original-Display, was hier drin ist, das ist ein sogenanntes OLED, also ein mit organischen LEDs. OLEDs haben den Ruf, dass sie bessere Schwarztöne haben und allgemein eine bessere Farbqualität haben. Allerdings sind sie auch teurer. Das heißt, viel, was man hier an Reservebildschirmen bekommt, ist dann TFT, das Klassische. Das hier soll angeblich ein OLED sein. Ich hoffe einfach mal, dass es stimmt. Und dann gucken wir einfach nachher mal, ob wir das hinbekommen. Das heißt, wir haben jetzt unseren neuen Bildschirm. Wir haben unseren Akku. Wir haben den Kleber für den Bildschirm. Und das Handy, was nicht mehr sauber funktioniert. Jetzt müssen wir das nur noch irgendwie alles so in Wipp machen. Und das ist halt leider nicht ganz so einfach. Wie gesagt, die Dinger sind nicht zum Reparieren gedacht. Denn wir haben hier bei diesen iPhones zwar auf der Unterseite zwei Schrauben. Aber Nummer eins, das hier sind Spezialbits. Das sind die sogenannten Pentalobe-Bits. Also etwas, was man jetzt nicht unbedingt direkt hat. Heute relativ verbreitet, okay. Ihr werdet es wahrscheinlich haben, wenn ihr irgendeinen Universalsatz habt. Aber selbst wenn man die draußen hat, kommt man nicht weiter, denn wir hatten ja eben hier schon gesehen, wo habe ich es hingeschmissen, der Bildschirm, der ist halt mit so einem Klebestreifen hier an der Seite festgeklebt. Den müssen wir irgendwie zerlegen, sodass wir da wieder drankommen. Und um das zu tun, gilt es, das Übliche zu machen, nämlich das Ganze heiß machen und wir haben hier ja schon einen Saugnapf gesehen, das zieht man dann hoch. Ich werde es jetzt natürlich etwas anders machen, als die sich das vorstellen. Ich glaube, mit hier dem Werkzeugsatz wird das ohnehin eher schwer, hier etwas zu tauschen. Was ich machen werde, ist zum einen das hier einsetzen. Das ist so ein Heated Bed von einem 3D-Drucker. Da hatte ich mal ein Video zu gemacht. Das kann ich einfach auf eine vernünftige Temperatur heizen. Das Telefon hier drauf liegen und das erstmal warm werden lassen, dass der entsprechend dann sich besser da lösen lässt. Und was ich danach benutze, das ist ein etwas besserer Saugnapf. Der sieht hier so aus. Im Prinzip ist das eine Art Klemme hier fürs Handy. Machen wir das mal so. Das Handy können wir hier einfach einklemmen. Und danach den Saugnapf draufsetzen. Ja, jetzt drücke ich gerade Power, ist ja gut. Im Prinzip setzt man den Saugnapf an, zieht und dann kann man den hier nach oben machen. Ich glaube, es gibt sogar eine Schraube, mit der man es nach oben machen kann. Ich denke mal, das sollte so reichen. Ich muss natürlich gucken, Saugnapf funktioniert eher nicht da, wo Risse sind. Wobei, ich fühle die Risse nicht, also mit Glück sind sie irgendwo unten drunter. Whatever. Ich würde sagen, wir starten einfach erstmal, machen das Ding warm. Wir machen erstmal die Pentalobes raus. beziehungsweise gehen erstmal hin und schalten das aus. Das ist jetzt natürlich gar nicht so einfach, weil gedrückt halten startet im Default Siri. Zum Ausschalten muss man nämlich die Lautstärke-Runter-Taste und die Power-Taste etwas gedrückt halten für so ein paar Sekunden. Jetzt kommen wir hier hin. Jetzt können wir hier auch ausschalten. Beziehungsweise gibt es den Notfallpass, Notruf. Und was das im Übrigen auch macht, es resettet eure biometrische Authentifizierung. Das heißt, wenn ihr sowas wie Fingerabdruck oder hier bei dem ist es Gesichtserkennung nutzt, dann wird das auch ausgeschaltet und funktioniert nicht mehr, bis dass man die PIN eingibt. Ist manchmal auch ganz hilfreich. So, aus ist. Ich suche mal, haben wir hier ein Pentalobe dabei? Könnte sogar. Wenn nicht, ich habe bestimmt irgendwo einen Bitsatz, wo auch das drin ist. Was auch immer es ist, es passt auf jeden Fall. Wichtig bei Apple-Produkten im Übrigen, immer merken, welche Schraube wo war. Ich glaube, hier unten die beiden müssten gleich lang sein, aber teilweise im Inneren, wenn man da Dinge zerlegt, die sind unterschiedlich lang und wenn man die falsch an die falsche Stelle reinmacht, hat man da ein klitzekleines Problem, denn
dann schraubt man im Zweifelsfall durch, Schraubloch durch, kommt unten auf der Platine raus und macht die dann kaputt. Das sollte man nach Möglichkeit natürlich vermeiden. So, die mache ich mir erstmal auf Seite. Die können wir gleich mal ein bisschen reinigen. Ich habe gesehen, da ist auch noch ein bisschen Dreck dran. Und dann kümmern wir uns mal darum, das Ding hier heiß zu machen. Im ersten Schritt gehe ich jetzt also hin und lasse diesen spiegelnden Fingerabdruckmagneten hier warm werden. Und zwar mit dem Display nach unten. Eventuell ein bisschen Klebeband dazwischen machen, wenn man Angst hat, das Originaldisplay zu verkratzen. Bei mir ist es halt kaputt, von daher ist es mir relativ wurscht. Hintergrund ist, hier das ist eine sehr gleichmäßige Hitze, die zieht quasi ins Gerät rein. Hier wird auch diesen ganzen Metallrahmen und alles aufheizen, dass ich eine Grundhitze habe. Mit Glück reicht das schon und ich kann das Display dann direkt abziehen. Wenn es nicht funktioniert, kann ich immer noch mit der Heißluftpistole ein bisschen nachhelfen und nochmal auf der Displayseite außenrum das Ganze heiß machen, um den Kleber zu lösen. Aber dadurch, dass das Gerät schon eine Grundhitze hat, nenne ich es jetzt mal, ist das dann nicht mehr ganz so problematisch, dass wir da in die Gefahr laufen, dass sich das tatsächlich mehr reinzieht. Denn wir müssen halt aufpassen, hier ist immer noch der Akku drin und so ein Akku, der mag halt keine hohen Temperaturen. Stand hier was drauf, was der möchte. Hier steht nur Do Not Heat. Okay, ja, ist halt schwierig, wenn man anders nicht rausbekommt. Hier steht jetzt keine Temperatur, aber meistens sagt man so ein Akku, 50, 60 Grad sollten die möglichst nicht übersteigen. Das heißt also im Zweifelsfall eher langsam rangehen. Ich heize jetzt das Bett hier auf 60 Grad. Dadurch, dass wir halt Übertragungsverluste zum Telefon selber haben, ist das Telefon am Ende dann ein bisschen weniger heiß und ja, wird gerade warm. Okay, das heißt, ich lasse das jetzt mal so. Man kann auch hingehen und kann hier was draufstellen, ein bisschen Druck zu machen. Das überträgt die Wärme dann besser. Aber ich denke, hier so ist das bei mir erstmal ganz okay. Das Bett hier unten ist relativ flach und warm jetzt. So, und während das Handy hier langsam aufheizt, schon mal die Info. Wie gesagt, ich werde hier meine Klammer benutzen. Andere Saugnäpfe gehen natürlich auch. Das ist dann aber größere Gefahr, dass man abrutscht. Wenn das Display richtig gesplittert ist, dann sollte man eventuell auch noch ein bisschen Klebeband drüber machen, dass man nicht die Splitter in der ganzen Bude verteilt. Ja, das hier sieht mir eigentlich noch genügend zusammen aus, dass ich das nicht mache. Und das Display klappt dann am Ende zur Seite. Und zwar ist auf der Seite, wo ist es hier, wo der dieser Mute-Button ist, dieser Mute-Slider. Das ist die Seite, von wo aus man aufklappt. Das heißt, hier auf der Seite macht man die Lücke. Hier ist dann entsprechend das Scharnier. So, langsam wird es sehr, sehr schön toasty. Das ist gut. Toasty heißt, es kann gleich losgehen. Mal gucken, ja, meine Ding hier hat Gummifüße, das heißt, das kann ich problemlos hier draufstellen. Und dann versuchen wir uns einfach mal, warm, 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 so, oberen Bereich einspannen hier mal. Dings drauf. Zack, zack. Und dann gehen wir mit der Schraube hin und ziehen hier. Dang it, hält nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob mein Problem ist, dass hier der Riss drin ist oder ob mein Problem tatsächlich irgendwo ist, dass der Saugnapf einfach nur nicht hält. So, machen wir den hier mal zu. Versuchen wir den mal hier zum Halten zu bringen. Jetzt geht das Ding auch noch an. So, hält der? Ja, der hält. Okay. Gut, also im oberen Bereich kriegen wir das hin. Wir treffen zwar den einen Ausschalter, aber das passt schon. Und was ich gerade gesehen habe, ich habe hier eine Schraube reingemacht, um da entsprechend hochheben zu können. Die muss ich gleich mal noch ein bisschen ein Loch weitermachen. Das hier ist ein bisschen doof. So, erstmal wieder ausschalten. Im Übrigen, der Akku inzwischen wieder bei 66%, war der nicht eben weniger? Oh, mein Touchscreen klappt nicht mehr. Ja, im oberen Bereich klappt jetzt mein Touchscreen nicht mehr. Interesting. Das hat aber eben noch funktioniert. Und wir sehen, das Ding ist unendlich langsam bei den Animationen. Ich glaube, der mag das nicht, dass er so heiß ist. Na gut, wird er jetzt nochmal. Dann probieren wir das nochmal. Können auch den Saugnapf ein bisschen anfeuchten. Habe ich hier noch irgendwo Reinigungsalkohol? Zumindest mal vom Staub befreien. Ich merke, hier ist gerade eine Menge drauf.
Das Problem hier an der Stelle ist natürlich auch so ein bisschen, dass die der Kleber halt Wasser undurchlässig sein soll. Das ist diese Wasserdicht-Dings. Entsprechend braucht man da im Zweifelsfall auch mal ein bisschen mehr Kraft, um das da rauszukriegen. Ich sehe es hier aber sich schon lösen. Das sieht gut aus. Ja, da geht es auseinander. Wo war mein Werkzeugsatz? Diese blauen Hebelchen sind ganz gut dafür, denn da ist man relativ sicher, dass man nicht zu tief reingeht. Okay, hier oben will er jetzt nicht mehr. Da bewegt sich gar nichts. Das heißt, wir legen ihn nochmal drauf, lassen es nochmal eine Runde warm werden, dass der Kleber wieder flüssiger wird. Man sieht auch hier, ist nicht mehr viel übrig. Gut, dass noch ein zweiter da drin ist. Und ich sehe gerade auch, hier ist sogar ein Pick drin. Zwei Picks. Wunderschön. Dann nehmen wir doch einfach den Pick. Das macht das Ganze einfacher. Und zwar am besten hier den, weil der hat eine Beschränkung, wie weit er reingehen kann. Wir wollen halt nicht innen drin irgendwas noch beschädigen. Jedenfalls nicht mehr als notwendig. Im Übrigen, wie bei vielen anderen Handys auch, zwischen dem Display und der Rückwand ist nochmal ein kleiner Plastikbezel. Die wollen wir nicht trennen. Das heißt also, wir gehen zwischen die Bezel und den eigentlichen Rahmen. Das sieht gut aus. Jo, jetzt können wir es aufklappen und ins Innere gucken. Wichtig im Übrigen auch, hier oben, da sitzt beim iPhone X dieses Modul, was unter anderem die Face Detection macht. Wenn man das beschädigt, ist Game Over. Denn da gibt es dann keinen Trick mehr, das zu ersetzen. Das kann, wenn überhaupt, wirklich nur Apple. Und ich denke nicht, dass sie das machen. So, wir probieren gerade nochmal auszuschalten. Mal hier das Ding weg, das ist mir jetzt ein bisschen zu warm. So, versuchen wir das nochmal. Ausschalten, jetzt reagiert er wieder. Okay. Dann versuchen wir das nochmal. Hier sind wir jetzt im Inneren von diesem Teil. Wir sehen hier schon den Akku und wir sehen auch, die ganzen Kabel gehen hier drunter. Das heißt, das Ding hier müssen wir rauskriegen. Und das hier ist das Flachbandkabel, was wir definitiv nicht kaputt machen wollen. Sonst ist das ungünstig für uns. Ich merke gerade was. Das sind Schrauben mit drei Ecken. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Aber glücklicherweise wird hier was Passendes mitgeliefert an Schraubendrehern. Hier muss man jetzt natürlich noch etwas vorsichtiger sein, denn der Akku ist ja noch angeschlossen. Das heißt, das ganze Ding hat noch Strom. Entsprechend sollte man halt nach Möglichkeit keine von den Schrauben an die falsche Stelle fallen lassen. Hier ist das jetzt ein bisschen unkritischer, weil noch eine Metallabdeckung drüber ist. Und wir sehen hier auch, ja, hier sind tatsächlich unterschiedlich lange Schrauben. Und ihr könnt euch halt vorstellen, wenn man in hier dieses Loch, wo die kleine drin war, hier so eine lange reinmacht, das macht Dinge kaputt. Okay, da sind wir. Hier hinlegen, dass ich noch weiß, worum es war. Und wichtigste Operation. Der zweite von unten müsste der Akku sein. Ja, das hier müsste der Akku sein. Jetzt ist der Akku draußen. Jetzt haben wir irgendwo mehr Spannung drauf. Okay, dann gucken wir mal weiter. Wir haben hier ja zwei Kabel, die auf jeden Fall dahin gehen. Das ist einmal das hier. Und einmal das hier unten. Okay, das ist schon mal frei. Und das hier geht hier an der Seite vorbei. Ist das das hier? So, das sieht gut aus. Und jetzt müsste eigentlich das Display frei sein. Da sind wir. Hooray! Das ist gut. Da kommt jetzt, wie ihr eventuell seht, der Kleber mit hoch. Das nehme ich noch mit, solange mein Arm das mitmacht. Denn alles, was jetzt abgeht, muss ich gleich nicht abkratzen. Ja, komm, mehr Kleber weg. Meint aber kommen rund. Noch ist er nicht gebrochen. Ah, jetzt ist er gebrochen. Okay, na gut. Wir haben also jede Menge Kleber jetzt hier auf dem Tisch rumliegen. Den brauchen wir natürlich nicht mehr.
Und jetzt haben wir hier unser Display separat. Respektive Display und Digitizer. Wie gesagt, das hier sind eigentlich zwei Komponenten. Das ist das eigentliche OLED und darüber das Glas mit dem Touchscreen. Aber dadurch, dass die hier miteinander quasi verschweißt sind, bringt uns das nicht weiter. So, was wir jetzt noch machen müssen, ist natürlich den Akku rauskriegen und auch, was wir hier schon begonnen haben, diesen ganzen Kleber außenrum. Der muss am Ende weg hier, denn wir wollen ja unseren neuen Kleber am Schluss hin machen. Und der muss aufs blanke Gehäuse. Glücklicherweise ist der hier relativ, guter Mitspielen. Habt ihr gesehen, wie gut man den eben wegziehen konnte. Das kommt aber auch immer aufs Modell an. Ich habe da schon andere Dinge gesehen. Und an der Stelle könnte unser Leben jetzt ganz einfach sein, denn ja, den Bildschirm können wir jetzt ja schon ganz einfach tauschen. Jetzt müssen wir nur noch den Akku rauskriegen, ne? Dummerweise ist das etwas komplizierter. Ja, diese Akkus, die sind meistens mit der Rückseite hier vom Gehäuse verklebt. Und um diesen Kleber zu lösen, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die man üblicherweise benutzt, sind die sogenannten Pull-Tabs. So ein Pull-Tab, den sehen wir zum Beispiel hier. Das ist dieses Teil hier, dieses graue, was hier unten drunter rausguckt. Im Prinzip geht man hin, geht hier rein und zieht den. Damit zieht man den Kleber, der unter der Batterie ist, raus. Das klappt auch meistens halbwegs okay. Nicht immer, aber das ist eigentlich das, was man haben möchte. Die andere Methode wäre, hier mit Lösungsmitteln reinzugehen, zum Beispiel mit Reinigungsalkohol. Kriegt man meistens den Kleber auch gelöst. Allerdings hat man halt auch das Problem, dass man möglicherweise andere Bereiche hier noch flutet. Das ist eventuell ungünstig. Nun ja, also ziehen wir doch hier dran, oder? Ja. Diese Batterie besteht aus zwei Teilen, nämlich dem hier und dem hier. Und der untere, der hat auch Pull-Tabs, nämlich 1, 2, 3. Und wie man unschwer erkennen kann, da kommen wir so ziemlich gar nicht sinnvoll ran. Ja. Leider heißt das für uns, wir müssen hier die komplette untere Sektion noch zerlegen, um an diese Pull-Tabs ranzukommen. Das ist ein Schmerz, aber wir müssen wohl oder übel dadurch. Hier haben wir drei Ring-Schrauben und hier haben wir aber noch Phillips-Schrauben an den Seiten. Also auch noch unterschiedliche Schraubköpfe. Okay, das wird spaßig. Und ich würde schon fast darauf wetten, dass die Hälfte davon wieder unterschiedliche Längen hat. Hooray! Na gut, dann fangen wir mal an und arbeiten uns da vor. In der Hoffnung, dass wir jetzt alles so rausbekommen, dass wir es auch später wieder die richtigen Stellen bekommen. Es bleiben übrig drei Pull-Tabs. Mit etwas Glück kriegen wir die jetzt auch hier entfernt. Ja, und das hat mal so gar nicht funktioniert. Ich habe 1,5 rausbekommen. 2,5 stecken noch drin. Und dabei auch eventuell noch ein Upsi gemacht. Denn als einer gerissen ist, bin ich abgerutscht. Und ich glaube, hier an der Stelle ist ein kleiner Riss da in dem Schwarzen. Und das Schwarze enthält halt auch Traces. Ich hoffe, dass es nur der Lack ist. Sonst wäre das ein Problem. Ja, bleibt also nicht viel anderes übrig. Wir nehmen den Alkohol und hoffen, dass der uns weiterhilft. Hier oben hängt der komplette Pull-Tab drunter. Jetzt natürlich hier sehr gezielt, dass man nicht irgendwelche anderen Komponenten noch fluten. Ein bisschen was drunter. Kurz warten, dass das einwirkt. Und das löst eigentlich den Kleber relativ gut. Sehr hilfreich sind da natürlich sämtliche Tools aus Plastik, die da drunter passen und dann in der Lage sind, die Batterie da zu heben. Oh nein, das ist nicht gut. Das sieht gerade so aus, als ob sich da der Lack verabschiedet. Oh ja, der Lack von der Rückspule. Also wir lernen, auch Alkohol ist nicht der Weg, den man holen sollte. Denn es löst halt mehr als nur den Kleber hier. Ja gut, ich mache mal hier weiter und suche mir mal gleich etwas, ob ich hier den irgendwie wieder zusammenkriege. Und hoffe, dass der Alkohol nicht mehr kaputt gemacht hat. Ich meine, theoretisch sollte nicht mehr sein. Das Metall hier ist eigentlich schon die Rückschale. Wenn ihr da bessere Ideen habt, wie man was man machen kann, wenn diese Pull-Tabs nicht funktionieren, gerne unten reinschreiben. Ich muss gestehen, ich hatte jetzt nicht
extra hier für das Telefon gelesen, aber eigentlich dachte ich, dass Alkohol halbwegs safe wäre, wenn man es nur unter die Batterie macht. Ich hatte aber nicht bedacht, dass eventuell der Lack von der Spule halt das nicht mag. Well, not as expected, aber aktuell sieht es noch so aus, als ob es eventuell danach funktioniert. Ich habe halt die Bereiche jetzt, wo der Lack abgegangen ist, mit ein bisschen Captain Tape abgeklebt. Das ist sehr dünn, das sollte hier nirgendwo stören. Was mich noch so ein bisschen stört, ist das Silber hier oben, aber ich glaube nicht, dass das vom Flachbandkabel ist, weil ich keine Traces sehe. Problem wäre, wenn eins von den beiden beschädigt ist, dann ist halt Game Over mit Face ID. Deswegen hoffen wir mal, dass das überlebt hat. Das heißt, ich habe jetzt meine Batterie lose, ich habe mein Display lose. Hier kann man im Übrigen noch ein bisschen Rest erkennen, 12.17. Also wenn das 2017 sein sollte, dann ja gut, dann ist es auch kein großes Wunder, dass der Akku langsam die Grätsche macht. Jetzt müssen wir nur noch die neuen Dinge reinkriegen. Ne? Ich werde sie jetzt erstmal nur lose reinlegen. Das hat einen relativ einfachen Grund, da kommen wir später zu. Aber bevor wir jetzt den Akku und so reinlegen, der ganze Geraffel von eben muss wieder da rein. Ne? Das heißt, wir fangen mal wieder an und versuchen den ganzen Kram hier zu installieren. Mit etwas Glück erinnere ich mich sogar noch, was wo war und in welcher Reihenfolge. Wie gesagt, ich lege es jetzt alles erstmal nur lose rein, denn ich möchte da noch was vorher testen. Und wo haben wir unseren Bildschirm? Der Hoffnung, dass er ganz ist. Ja, da sind ja Kratzer drauf. Ja, hier ist noch eine Schutzfolie drauf. Okay, ZMC Seal Original. Was auch immer ZMC ist. Aber ich denke, hier so rum gehört das. Okay. Wir müssen also diese ganze Assembly wohl noch umbauen. Da fehlt was. Dann nehmen wir uns wohl nochmal hier unser Display und da sind tatsächlich Schrauben. Okay, da haben wir die ganze Assembly und die muss jetzt wieder hier rein. Spaßig dabei im Übrigen, wir haben ja drei Schrauben. Alle drei sind unterschiedlich lang. Yeah, super. Na gut, versuchen wir mal das Ganze hier wieder reinzubekommen. Ist alles nicht ganz so einfach, da das halt 200 Mal gefaltet und so ist. Und Bonus, die Dinger hier, die sind alle auch mit dem Mainboard gepairt. Das heißt, da kann man auch keinen Ersatz für holen. Tatsächlich ist das aber auch so eine Stelle, wo ich sagen würde, okay, da kann ich es noch nachvollziehen. Denn eins von diesen Sensoren, das ist der, wie heißt es schön, Illuminator. Das ist also wirklich ein Teil von der Freischaltfunktion. Bei anderen Geräten ist es so gemacht, dass diese Freischaltfunktion dann sich zurücksetzen lässt. Das heißt, wenn man Factory Reset macht, kann man zumindest dann ein anderes benutzen. Das ist bei Apple aber wohl nicht der Fall. Würde ich sagen, wir testen den Kram jetzt mal. Mit etwas Glück funktioniert er ja. So, aktuell ist das Ganze noch relativ unkritisch, weil wir haben noch keine Batterie dran. Das heißt, wir können jetzt hier in Ruhe einstecken. Erstes Kabel, hier unten das zweite Kabel, das ist glaube ich der Digitizer. Nicht ganz so einfach, weil er halt da unten drin sitzt. Und last but not least diese Sensor Assembly. Der Hoffnung, dass sie überlebt hat. So, okay, müsste eigentlich jetzt alles drin sein. Das heißt, wir machen jetzt mal die Batterie dran und gucken, was passiert. Lose drauf und an. Nichts passiert. Gut, kann jetzt sein, dass die Protection angesprungen ist, weil keine Batterie drin war oder dass die Batterie einfach leer ist. Haben wir hier einen Apple-kompatiblen Ladestecker? Haben wir. Okay, auch nicht. Wie war das mit dem Force-Booten? Da gab es auch mal etwas. Das wäre dann die beiden kurz drücken und dann den. Aha, da ist schon mal was. Okay, Batterie ist leer. Das ist gut. Also gut ist es nicht, aber es zeigt uns, dass das Display schon mal geht. Einschalten geht jetzt nicht.
Ja, dann müssen wir es wohl noch eine Runde laden lassen. Okay, bisschen laden. Wir schalten ein und an geht's schon mal. Face ID haben wir nicht. Das ist allerdings ja noch nicht eingebaut. Von daher noch ist das fein. Und ja, Touch auf der Seite funktioniert schon mal. Was sagt unsere Batterie? Oh, das ist überraschend. Wir haben keine Meldung, dass das eine gefälschte Batterie ist. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber wenn nicht, dann nehmen wir das. Maximale Kapazität 100%. Normale Höchstleistung. Jo, klingt gut. Also Akku geht direkt. Wie sieht es mit dem Bildschirm aus? Anzeige und Helligkeit. Und ja. Wie erwartet, hier ist diese Option rausgegangen. Das heißt, wir haben jetzt keine Möglichkeit mehr, hier drin zu sagen, okay, wir wollen dieses True-Color. Und auch sonst, wir können die Helligkeit zwar hier einstellen, aber die automatische Helligkeitsregelung, die ist verschwunden, wenn ich das richtig sehe. Das heißt also, Display ist für uns noch ein Problem. Batterie nicht. So, was würde man denn tun, wenn das jetzt nicht funktionieren würde? Naja, sowohl für den Bildschirm als auch für den Rest braucht man leider Zubehör. Und das ist nicht gerade günstig. Das heißt, das ist etwas, da muss man sich schon mal gucken, ob man einen Shop hat, irgendeinen Hackerspace, Makerspace, die sowas da haben. Und zwar ist das sowas hier. Das hier, das Ding heißt jetzt iCopy. Das ist ein Gerät, mit dem man so ein bisschen Spaß haben kann mit Apple-Produkten. Das braucht unten einmal einen Lightning-Stecker rein. Muss man aufpassen, der geht nur in eine Richtung. Das Ding ist halt nur so mäßig Apple-kompatibel. Und was man hiermit machen kann, das hier hat jetzt das Battery Detection and Connecting Board drin. Wenn wir das jetzt eingeschaltet haben und den hier drauf machen, den alten Akku, dann sehen wir, okay, dauert einen kleinen Moment. Oh. Ah, jetzt. Okay, also es ist ein Original. Hat eine Originalkapazität von 2701 mAh, jetzt 1634 noch übrig, sind 60% und das Ding wurde 1245 Mal geladen. Herstelldatum Dezember 2017, also hat seine Lebensdauer dann auch so weit hinter sich, kann man denke ich sagen. Und hier unten nochmal die Seriennummer. Was man jetzt hier machen kann, ist hier auf Read drücken, dann lädt er einmal die ganzen Daten von diesem Akku. Was man jetzt machen könnte, wäre den hier ab, einen anderen Akku wieder dran und da die Daten dann draufschreiben. Was man auch machen kann, hier gibt es Long Press für CNT0 und EFF100. Damit kann man hier oben diese Kapazität wieder zurücksetzen auf 100% und die Cycles auf 0 setzen. Wer betrügen will, kann das natürlich tun. Wir können hier zum Spaß die Cycles hochsetzen. Ihr seht jetzt hier nicht die Cycles, sorry, die wollte ich laden. Aber wir sehen jetzt hier, das Ding hat 60%, 1600. Und wenn wir jetzt hier gedrückt halten, Initiate Repair Efficiency, Repair Successful. Und wenn wir jetzt nochmal warten, jetzt liest das 96%, 2608. Also der hat es jetzt einmal resettet. Wie wir aber gesehen haben, unser Akku, der klappt schon. Von daher brauchen wir das nicht. Aber wir haben ja noch einen Bildschirm, ne? Yep. Auch dafür gibt es ein Board. Das heißt also, wir können den hier mal ausmachen. Das hier sieht mir nicht geschraubt aus. Also machen wir mal das hier drauf. Und mit dem können wir jetzt Bildschirmdinge tun. Das heißt, wir gehen jetzt mal hin und falsch rum. Wieder falsch rum. Ne? Ist ja fast wie bei USB hier. Jetzt geht an. Okay. Das heißt, ich kralle mir jetzt mal meinen Originalbildschirm. Wo ist er hin? Nehmen wir den hier. Und wir brauchen, glaube ich, den Connector. X ist hier. Mal gucken. Ja, das könnte hinkommen. Dann. Jo. Da hat er auf jeden Fall irgendetwas gelesen. Irgendwas mit 2017 könnte ja hinkommen, wenn der Akku da in der Ecke war. So, jetzt aber. Connected, 2017. Read from underlying, write to underlying. Okay, das heißt, wir gehen jetzt auf Read. Data is being read. Der liest jetzt die Infos vom Display aus. Okay, haben wir. Disconnecten wir das. Und was wir jetzt machen müssen, ist unseren anderen Screen holen und den da dranhängen. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal hin und disconnecte jetzt hier bei dem iPhone erst den Akku natürlich und dann die ganzen
Displayverbinder. Okay. Noch hier holen wir wieder. Welcher war es? Der hier. Okay, connected. Und jetzt der untere Button, write. Data is being written. Data write completed. Okay. Das heißt, jetzt müssten wir hier unsere selben Daten drin haben vom Originaldisplay. Und mit etwas Glück funktioniert das jetzt. Das heißt, ich baue den Krempel mal wieder hier zusammen. Und jetzt mal gucken, Anzeige und Helligkeit. Nope. Sieht nicht so aus. Schade. Scheint, als ob da irgendetwas nicht funktioniert hat. Na gut, ich baue das Ding mal fertig zusammen. Im Sinne von, ich baue es mal grob zusammen. Ich werde es jetzt erstmal noch nicht festkleben. Noch mal ein paar Tage gucken, ob wirklich alles sauber läuft. So, und hat nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Display habt ihr ja gesehen. Ich kann es zwar programmieren, er liest auch beim Auslösen wieder das richtige Datum raus, also die Daten sind drin, aber trotzdem ist hier drauf dieses Two-Tone nicht möglich. Ich gehe davon aus, das liegt an der Qualität vom Display, denn wenn wir mal hier drauf gucken, wenn es dunkel ist und die Helligkeit ganz runtergezogen ist, dann hat das auch einen extremen Rotstich, aber gute Nachrichten, Auto-Brightness funktioniert, wenn ich hier mit der Taschenlampe drauf gehe. Wird es hell und der Farbstich ist auch weg. Was ich jetzt noch nicht gemacht habe, das ist die Dichtung drauf zu machen. Die habe ich noch hier. Die gehört ja normalerweise hier drauf, um das Ding wasserdicht zu machen. Allerdings, ich denke nicht, dass das sinnvoll ist. Zum einen, ich erwarte nicht, dass das hier irgendwo feucht wird. Und zum anderen, naja, ich habe ja unten bei der Box auch das Siegel gebrochen. Das heißt, ich müsste mir das auch noch kaufen, da draufkleben und dann das hier drauf, dass es wasserdicht wird. Das hier alleine ist dann ohnehin nur eine halbgare Lösung. Brauche ich auch da nicht drauf zu machen. Ja, ansonsten funktioniert so, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder kannst du das erfüllen, wofür ich mir das geholt hatte? Ja und nein. Als Token-Generator, klar. Hier diese iPhones, wie schon gesagt, die haben ein relativ gutes Update-Konzept. Man kriegt recht lange Sicherheitsupdates. Das ist schon ganz praktisch. Das heißt, das kann man auf Stock laufen lassen, ist trotzdem halbwegs sicher. Und solange man nicht bei den Apps da auf Stern klickt und alles installiert, was einem vor die Nase kommt, ist das soweit okay als Backup, sage ich mal. Auch wenn es ein teures Backup natürlich ist, ehrlich gesagt. Was Video angeht, prinzipiell, ja, diese iPhones, die sind natürlich dafür bekannt, dass sie gute Aufnahmen machen. Und das, was hier rausfällt, das ist ordentlich. Einerseits von der Bildqualität, aber auch von den Funktionen. Ich meine, das Ding hier, das nimmt 4K 60 auf. Ich habe an einigen Stellen hier professionellere Kameras, wo ich Zugriff habe, noch nicht mal die schaffen das. Also wenn man wirklich vernünftiges 4K 60 haben will, ja, das sind sehr große vierstellige Beträge wahrscheinlich für die Kamera dann. Allerdings muss man sich natürlich im Klaren sein, das Glas hier, das ist eine Handylinse. Und auch der Sensor ist natürlich entsprechend klein. Das heißt, man hat ein paar Nachteile, hat eventuell nicht so die Bildqualität bei dunklen Aufnahmen, hat nicht die Möglichkeit, irgendwie mit der Linse kreativ zu werden. Ihr kennt es vielleicht mit diesem Bokeh-Effekt, dass Dinge im Hintergrund unscharf sind. Das ist mit hier sowas Kleinem eher schwierig. Was mich aber am meisten da überrascht hat, ist, wie schlecht es wirklich in der Praxis zu benutzen ist, wenn man was Längeres aufnehmen will. Zum einen, das ist ein bisschen noch selbst verursacht, das hier ist das ganz kleine Modell. Das hat, glaube ich, 64 Gig. Die sind natürlich schnell voll. Und iOS sieht nicht vor, dass man mal eine SD-Karte oder sowas reinschieben kann. Von daher, ja, wenn voll, muss man erstmal wegkopieren. Und das ist dann natürlich auch wieder nervig, weil braucht man wieder dieses Lightning-Kabel, kann ich seine normalen USB-C-Kabel benutzen. Ist halt so. Und das Zweite, wenn ich hier versuche, irgendwie was länger aufzunehmen, dann überhitzt das Teil und wird langsam und bricht teilweise sogar die Aufnahme ab. Das ist sehr suboptimal, also dafür ist es nicht so wirklich brauchbar. Aber zurück zur Reparatur. Akku geht, Display geht, zumindest mit dem, was ich brauche.
Face Unlock funktioniert auch noch. Das heißt also, auch an der Stelle ist nichts kaputt gegangen. Schöner wäre es natürlich gewesen, wenn es vernünftige Ersatzteile gäbe und nicht so viel DRM, was dafür sorgt, dass andere Teile dann plötzlich nicht mehr funktionieren. Da gibt es bei neueren iPhone-Modellen durchaus ja, ein bisschen einen kleinen Tippelschritt in die richtige Richtung. Und zwar bietet Apple inzwischen Ersatzteile offiziell an. Die haben allerdings sehr viele Haken. Der erste Haken, die sind gepaart. Das heißt, man muss wirklich dann sagen, okay, ich möchte für dieses iPhone mit dieser Seriennummer bitte ein neues Display haben. Und das ist dann auch nur für dieses iPhone und kann nirgendwo anders benutzt werden. Wenn man privat was repariert, dann ist das vielleicht okay. Aber wenn man irgendwie einen größeren Park an iPhones hat und sich ein Display irgendwie auf Lager legen will, falls mal eins kaputt geht, das ist nicht möglich. Anderes Problem an der Stelle ist der Preis, denn ich hatte mal geguckt, für das aktuelle iPhone kostet der Originalbildschirm 300 Euro, wenn ich ihn kaufe zum selber einbauen. Eventuell muss ich mir dazu dann noch deren Werkzeug leihen, kostet auch nochmal ordentlich. Und am Ende bin ich, wenn ich das Ding selber wechsle, in etwa beim selben Preis, den ich auch zahle, wenn ich das zum offiziellen Support gebe und das Display austauschen lasse. Einziger Vorteil, ich weiß halt, ich kann mein iPhone behalten. Und die gehen nicht hin und geben mir irgendwie ein anderes, was dann eventuell andere Defekte hat. Das wäre der einzige Vorteil. Am Ende hätte ich es wahrscheinlich eh nicht benutzt, denn Display, wenn ich es von einem Drittanbieter kaufe, ist halt deutlich günstiger. Und ja, gerade bei hier sowas, wo es mir jetzt nicht so auf die Qualität ankommt, da ist das dann für mich auch nichts, wo ich lange nachdenken muss. Drittanbieterbildschirm und gut. Am Ende habe ich halt für das Ding hier, ich glaube, ein Viertel von dem Preis, der sonst so für Gebrauchtgeräte aufgerufen wird, bezahlt, wenn ich Gerät plus Ersatzteile rechne. Und deswegen ist es halt auch sowas hier geworden, was ich mir in die Ecke legen kann. Ich hoffe, das XR hält noch ein paar Jahre durch mit den Updates. Mal gucken. Ich habe gehört, diese Apfelgeräte verlieren relativ langsam an Wert. Im Zweifelsfall wird man das also auch bestimmt wieder los. Naja, gut. Das hier kommt dann in die Ecke. Darf, wie gesagt, als Token-Generator dienen, ab und zu mal ein Video aufzeichnen. Und ich denke, ich werde auch noch irgendwie so Messenger-mäßig was drauf machen, weil halt keine Daten drauf sind. Einfach, dass es regelmäßig benutzt wird und ich nicht das Problem habe wie mit den iPads, dass mir irgendwann der Akku dick wird. Na gut, ich würde mal sagen, damit tut das jetzt zumindest halbwegs wieder, was es soll.